Hallo liebe Freunde, heute ist es wieder mal Zeit für ein neues Video von mir. Gestern, am 19. Mai, war ich tatsächlich unglaubliche 3 Jahre auf Testosteron. Bevor ich Testo gestartet habe, hätte ich nie gedacht, dass ich jemals an einen Punkt komme, wo ich wirklich 3 Jahre auf diesem Hormon bin. Das schien mir so eine unerreichbar lange Zeit. Soweit hatte ich in meiner Transition gar nicht mehr vorausgeplant. Aber man sieht, die Zeit vergeht und ich blicke zurück und denke mir so, wow, einerseits ist es total schnell vergangen und andererseits habe ich das Gefühl, dass Testo schon ewig ein Teil meines Lebens ist. Ich kann mich ehrlich gesagt fast gar nicht mehr an die Person erinnern, die ich vor Testo war. Ich schmiere ja die Testo-Creme. Dieses tägliche Auftragen der Hormone ist für mich so normal geworden. Es gehört zu meinem Leben wie Zähneputzen und viele andere Dinge. Und ich denke oft gar nicht mehr bewusst daran, dass das, was ich mir jetzt da gerade raufschmiere, eigentlich meine Hormone sind. Vielleicht sollte man sich das ab und zu wieder bewusst machen, um einfach zu checken, wie privilegiert man ist. Ich weiß, viele von euch da draußen sind noch nicht auf Testo, arbeiten darauf hin, kämpfen dafür, dass ihr irgendwann das schafft, auch endlich Hormone zu starten. Und ich weiß, das ist unglaublich hart, wenn man darauf warten muss und hoffen muss und bangen muss. Aber glaubt mir, ihr könnt das schaffen. Gebt einfach nicht auf. Ich kann mich erinnern, als ich in der Position war, dass viele Leute um mich herum Testo hatten und ich einfach noch nicht. Und das war unglaublich frustrierend, aber es ging vorbei. Und jetzt blicke ich zurück und denke mir so, wow, 3 Jahre, es ist ziemlich unfassbar. Ja, welche Changes gibt es denn eigentlich noch zu berichten, 3 Jahre auf Testo? Ich muss ehrlich sagen, ich achte nicht mehr so wahnsinnig auf die Changes. Ich bin einfach bei mir mittlerweile so angekommen. Ich habe 100% Passing, mein Umfeld nimmt mich 100% als männlich wahr, niemand stellt meine Identität mehr in Frage. Und natürlich passieren weiter Changes. Die körperliche Transition zieht sich ja über Jahre, aber für mich ist es einfach so, dass ich nicht mehr jedes Barthaar zähle oder Stimmvergleiche mache. Ich bin für mich an dem Punkt, wo ich einfach glücklich bin mit dem, wie es ist. Und wo alle weiteren Changes einfach ein netter Bonus sind, aber selbst wenn es jetzt so bleiben würde, wie es jetzt ist, wäre ich absolut happy. Ich habe dann echt überlegt, welche Changes haben sich im letzten Jahr so getan und habe dann auch heute in der Früh noch mein 2 Jahre-Testo-Video angesehen, um mal zu schauen, was habe ich eigentlich letztes Jahr gesagt. Und lustigerweise waren genau die Dinge, die ich in meinem 2 Jahre-Testo-Video gesagt habe, eigentlich auch die, die ich jetzt wieder sagen würde. Die wurden einfach noch ein bisschen stärker im letzten Jahr. Meine Stimme hat sich nicht mehr verändert. Ich habe auch, glaube ich, nicht wahnsinnig mehr Muskelmasse zugelegt, was sicher auch daran liegt, dass ich nicht übermäßig sportlich bin. Körperfett habe ich nicht wirklich eins zum Umverteilen, weil ich untergewichtig bin. Von dem her, von meiner Statur her, von meiner Stimme her, hat sich nicht mehr groß was verändert, habe ich das Gefühl. Was sich definitiv verändert hat, ist, dass meine Gesichtsbehaarung zugenommen hat. Ja. Meine Gesichtsbehaarung ist, glaube ich, mittlerweile tatsächlich eine Gesichtsbehaarung. Also man kann es schon so nennen. Es ist jetzt kein Vollbart oder so, aber die Koteletten sind tatsächlich jetzt, haben sich hierunter connected, sage ich mal. Und was mir heute aufgefallen ist, weil ich echt mal darauf geachtet habe, ist, dass die Haare wirklich mittlerweile spürbar, man sieht es jetzt nicht, weil sie einfach blond sind, aber sie gehen halt spürbar schon mittlerweile bis hier runter. Was echt ein bisschen eigenartig ist und wo ich es jetzt nicht mehr brauchen würde. Also hier unten am Kehlkopf bräuchte ich jetzt nicht unbedingt Haare, aber ja. Körperbehaarung an sich. Ich bin kein sonderlich behaarter Mensch. Also ich habe jetzt auch eigentlich zero Haare am Oberkörper. Also keine Brusthaare, Rücken schon gar nicht eigentlich. Und am Bauch ist es jetzt auch nicht so nennenswert mehr geworden. Auch Arme und Beine sind jetzt in einem relativ unveränderten Zustand seit letztem Jahr, würde ich sagen. Kann natürlich sein, dass da noch mehr kommt, weil ich auch schon von einigen Transmännern gehört habe, die einfach dann so 5, 6, 7 Jahre auf Testo immer noch Haarzuwachs, sage ich mal, haben. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Also ich bin ziemlich happy, so wie es jetzt ist. Eine weitere Veränderung, die ziemlich parallel mit dem Bartwuchs einherging, ist, dass meine Hairline ein bisschen wieder zurückgegangen ist. Seit letztem Jahr habe ich das Gefühl, es ist jetzt nicht schlimm oder so, aber ich merke es halt schon und ich hoffe, dass das wieder sich einpendelt und stoppt und ich nicht irgendwann kompletten Haarausfall habe. Aber das gehört halt dazu. Also diese Geheimratsecken haben in gewisser Weise auch passing-technisch etwas Männliches, weil die meisten Männer einfach Geheimratsecken haben und du dadurch ein bisschen eine männlichere Hairline kriegst.
Aber wenn man dann so durch die Haare fährt und plötzlich einige Haare doch auf der Hand hat, dann denkt man sich irgendwann schon, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ja. Also wie gesagt, Gesichtsbehaarung und die Geheimratsecken sind so die zwei größeren Weiterentwicklungen im vergangenen Jahr, würde ich sagen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich einfach nicht mehr so drauf achte. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Thema. Ich achte nicht mehr so auf Changes, weil ich das Gefühl habe, dass das Trans-Thema in meinem privaten Leben nicht mehr so die große Relevanz hat. Es rückt immer weiter in den Hintergrund. Am Anfang meiner Transition hätte ich mir nie gedacht, dass dieses Thema jemals nebensächlich werden könnte in meinem Leben. Es hat sich einfach 24 Stunden alles um meine Transition gedreht. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich niemals ein, sag ich mal, normales Leben führen können würde, weil das einfach immer ein Thema sein würde bei mir. Und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht der Fall. Seit ich wirklich von außen so gesehen werde, wie ich bin und eben als männlich gesehen werde, rücken diese ganzen Trans-Herausforderungen immer weiter in den Hintergrund. Ich muss mir einfach um viele Dinge keine Gedanken mehr machen. Ich muss mir nicht mehr so wie am Anfang Gedanken machen, gehe ich jetzt auf die Herrentoilette, gehe ich auf die Frauentoilette, wo ziehe ich mich im Schwimmbad um, könnte ich jetzt von jemandem falsch angesprochen werden oder könnten Leute mich irgendwie diskriminieren, weil es einfach nicht mehr relevant ist, weil die Leute, die wissen, dass ich trans bin, wissen, dass ich trans bin und akzeptieren es und haben sich mittlerweile auch so daran gewöhnt, dass es nicht mehr wirklich das Hauptgesprächsthema Nummer eins ist. Und die Leute, die es nicht wissen, die wissen es einfach nicht und für die bin ich einfach ein Kerl, wie jeder andere Cis-Kerl auch. Von dem her merke ich einfach, wie plötzlich andere Themen in meinem Leben relevant werden, wie ich mich wieder mehr auf die Arbeit konzentrieren kann, anfange, neue Hobbys auszuprobieren und jetzt eigentlich einen anderen Selbstfindungsprozess durchmache. Ich musste erstmal meine Identität finden und jetzt, wo ich in der eigentlich gefestigt bin und angekommen bin, merke ich, dass sich plötzlich neue Interessen entwickeln, dass andere Dinge einfach in den Vordergrund rücken und wichtiger werden. Zum Beispiel die Frage, wo will ich in ein paar Jahren beruflich sein? Will ich nochmal eine Ausbildung machen? Will ich mich irgendwann mal umorientieren? Ich bin jetzt gerade umgezogen. Da war die Wohnungssuche jetzt ganz stark im Vordergrund. Ich bin gerade dabei, meinen Lebensstil ein bisschen zu hinterfragen und ein bisschen mehr auf bewusste Ernährung und ein bisschen einen ökologischeren Lebensstil umzustellen und bin da dabei, dass ich mich sehr stark einlese und mal zu schauen, wo will ich da jetzt hin mit meinem weiteren Lebensstil. Und das sind einfach so die Dinge, die gerade voll im Vordergrund sind und dieses Transsein. Das wird immer ein Teil von mir sein. Ich werde auch immer offen dazu stehen und das jedem sagen, wenn es irgendwie relevant ist. Aber die Sache ist halt, es ist nicht mehr immer relevant. Das Trans-Thema ist für mich relevant, wenn ich irgendwie ein Trans-Video mache oder wenn ich eben in der Community irgendwas organisiere, wie jetzt dann zum Beispiel auf der Regenbogenparade die Fußgruppe oder die Peer Group The Change, die ich mit ein paar Freunden gemeinsam leite. Da ist das Thema dann relevant, aber für mich in meinem Privatleben rückt es einfach immer weiter in den Hintergrund. Und es gibt einfach mittlerweile auch Tage, wo ich überhaupt nicht mehr dran denke, dass ich überhaupt trans bin. Jetzt werden sich manche vielleicht denken, aber Tom, wenn das Thema Trans jetzt für dich nicht mehr relevant ist, was wirst du dann jetzt auf diesem Kanal noch darüber erzählen? Ja, das ist einfach die gute Frage. Ich habe mir darüber auch schon einige Gedanken gemacht und ich denke mir, es ist einfach so, es ist ein Trans-Kanal. Die meisten von euch, wage ich zu behaupten, sind wahrscheinlich hier wegen den Trans-Themen. Und ich habe definitiv noch viel darüber zu erzählen. Also auch wenn es jetzt für mich persönlich gerade nicht die Relevanz hat, aber ich denke, ich weiß einfach viel über das Thema. Ich habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und es gibt definitiv noch viele Themen in diesem Bereich, die ich gern abdecken möchte und auf die ich gern eingehen möchte. Was allerdings schon ist, ist, dass es einfach nicht mehr nur das Trans-Thema ist. Ich habe immer schon zwischendurch mal andere Videos als nur Trans-Videos gemacht. Ich habe über Harry Potter Videos gemacht, ich habe Songcovers gemacht, ich habe über dies und das mal geredet, was gerade irgendwie relevant war und jetzt nicht unbedingt was mit Trans zu tun hatte. Es kann sein, dass das in der nächsten Zeit einfach mehr wird. Also es wird immer Trans-Videos geben, keine Sorge, es wird immer wieder auf dieses Thema zurückkommen, aber wundert euch nicht, wenn dazwischen auch einfach mal andere Videos kommen. Ich habe zum Beispiel eben überlegt, mal ein Video über vielleicht Ernährung zu machen oder Müllvermeidung oder mal ein Video mit meiner Schwester, mit der ich ja jetzt zusammen wohne. Ich habe auch mal überlegt, euch einfach Wien zu zeigen in einem Video, die Stadt, in der ich lebe, die sehr sehenswert ist und wo man einfach, ja,
auch einiges dazu erzählen könnte. Also ich habe einfach viele Ideen, zu denen ich mal ein Video machen könnte, die jetzt nicht unbedingt was mit Trans zu tun haben, weil ich denke mir, es ist einfach mein Kanal, ich mache total gern Videos und ich teile einfach gern Dinge aus meinem Leben mit euch. Und das muss nicht immer nur Trans sein, also das können auch einfach andere Dinge sein, die mich gerade beschäftigen. Und natürlich wie immer, wenn ihr jetzt ein spezielles Thema habt, das euch besonders interessiert und wozu ich noch kein Video gemacht habe, dann meldet euch einfach, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Ich werde mich dann auch bemühen, eure Fragen irgendwie zu beantworten und Sachen einzubauen. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass das immer sofort sein wird. Das heißt, es kann natürlich sein, dass das eine Weile dauert, bis dann tatsächlich ein Video dazu kommt. Aber ich behalte Dinge im Hinterkopf. Und wenn es dann gerade mal reinpasst, kann ich das auch sehr gern einbauen. Ja, ich denke, das war es jetzt mal von mir. Wir sehen uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt in der nahen Zukunft, spätestens dann, wenn im Juni die Europride vorbei ist, wieder dazu komme, häufiger abzuladen, weil es einfach gerade total der Stress ist. Aber ich bemühe mich wirklich, dass wieder mehr kommt. Und demnächst wird das dann auch hoffentlich wieder der Fall sein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.